Herzlich willkommen bei mir in meiner Küche. Ja, die Kräutersaison hat begonnen. Vielleicht haben Sie sich ein Kräuterbeet angelegt und überlegen jetzt, was Sie mit den vielen frischen Kräutern machen sollen. Ich habe heute für Sie ein Rezept ausgesucht: Fischfilet mit Kräuterkruste. Natürlich habe ich für Sie einen super Fisch ausgesucht. Ich habe den Zander genommen. Zander ist einfach ein ganz edler Fisch und wird durch die Kräuter nochmal verbessert. Sie können aber jeden beliebigen Fisch dazu hernehmen, den Sie möchten. Kann ich mir auch gut mit Forellenfilet vorstellen. Leider ist immer so, wenn die Kräuter so richtig wachsen, dann ist der Karpfen nicht zu essen momentan. Also Karpfen scheidet vielleicht aus. Wir brauchen also die Fischfilets. Wir brauchen verschiedene Kräuter. Wir brauchen eine Zitrone, Salz und Pfeffer und eine ausgebutterte Auflaufform. Die Auflaufform habe ich hier schon mal ausgebuttert und werde jetzt hier meine Fischfilets hineinlegen. Und zwar lege ich sie mit der Haut nach unten hinein. Und dann haben Sie vielleicht schon mal gelesen, dass Fisch nach der 3S-Methode vorbereitet wird oder zubereitet wird. Die 3S-Methode bedeutet säubern, säuern, salzen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Aber wir sind mittlerweile noch etwas weiter. Wir sagen, wir machen Fisch nach der 5S-Methode. Und zwar säubern, säuern, stehen lassen. Das ist ganz wichtig. Dieses Fischeiweiß, das, wenn mit der Säure in Verbindung kommt, dann denaturiert es. Das hat Eiweiß immer so an sich, dass es reagiert. Und dadurch bleibt Ihr Fisch aber bissfest und knackig und läuft Ihnen nicht aus, sondern der Zellsaft stabilisiert sich und Sie haben hinterher einen bissfesten und trotzdem saftigen Fisch. Wohingegen salzen, das ist dann das 4. S, sofort zubereiten. Salz hat die Eigenschaft, dass es Wasser an sich zieht. Und würden Sie es lange einsalzen, dann würde der Saft aus den Zellen herausgehen und würde auf, ja, und Ihr Fisch wäre hinterher strohig. Drum 5S, säubern, säuern, stehen lassen, salzen und sofort zubereiten. Ich habe eine Zitrone, eine Bio-Zitrone, die ist schon gewaschen. Und wenn Sie viel Saft haben wollen, ist immer ganz gut, wenn Sie da vorher mal ein bisschen über die Zitrone drüber rollen, in der Schale noch. Dann löst sich der Saft noch besser raus. Dann halbieren wir die, gehen auf die Zitronenpresse. So, und auch etwas von der Zitronenschale reibe ich ab. Wie gesagt, die Zitrone, Bio-Zitrone, vorher gewaschen und getrocknet. Und ich gebe jetzt hier auch ein bisschen vom Zitronenabrieb auf den Fisch noch mit drauf, um das Zitronenaroma, das Frische, noch ein bisschen zu verstärken. Ansonsten beträufle ich jetzt den Fisch mit dem Zitronensaft. Der kommt hier direkt raus. Und jetzt lassen wir den Fisch praktisch in dem Zitronensaft ein paar Minuten stehen, damit sich das Eiweiß stabilisiert. So, während der Fisch jetzt hier so steht und der Zitronensaft seine Arbeit tut, wollen wir uns um die Kräuterkruste kümmern. Ich war für Sie vorhin mal im Garten und habe hier Verschiedenes geholt. Das eine dürfte altbekannt sein, die Petersilie. Gibt sie in der krausen Variante und gibt sie in der glatten Variante. Die glatte Variante hätte mehr Vitamin C, ist aber bei mir im Garten noch nicht so weit. Die krause hat überwintert und ist richtig voll da und hat auch ein wunderbares Aroma. Um den zitronigen Geschmack noch zu unterstreichen, nehme ich noch ein bisschen Zitronenmelisse dazu für unsere Kräuterkruste. Natürlich frischen Schnittlauch. Wenn Sie viel Schnittlauch haben im Garten, möchte ich Sie noch bitten, dass Sie vielleicht ein oder zwei Stöcke stehen lassen und zum Blühen kommen lassen. Denn die Bienen und Hummeln, die lieben diese Schnittlauchblüten. Sie schauen nicht nur toll aus, sondern sie sind auch wirklich Bienenweide. Und ja, vielleicht teilen Sie Ihren Schnittlauch mit den Insekten, da freuen die sich auch. Ja, Estragon, Salatkraut, aber auch hier in der Kräutermischung mit drin. Wir streifen Estragon ab, dass der dicke Stiel draußen bleibt. Ich habe hier noch was Besonderes, das kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist Üsop. Das ist auch ein Kraut, das sich gut zum Braten eignet. Was haben wir noch? Pimpinelle. Ich weiß nicht, ob Sie Pimpinelle kennen. Ist also was sehr
ja, diffiziles, unheimlich schöne gefiederte Blätter, so herzförmige gefiederte Blätter und bekommt dann auch so schöne Knöpfchen als Blüten. Auch die sind wunderbar und werden geliebt von den Insekten. Und dann habe ich noch dabei frischen Dill. Den haben wir heuer schon angesät. Der hat sich schon prächtig entwickelt und den schneide ich jetzt hier mit rein. Das ist hier mal so eine Auswahl von den Kräutern. Sie können nehmen, was Sie möchten, was Ihnen gut schmeckt. Wir brauchen ungefähr 6 Esslöffel oder man kann sagen pro Fischfilet einen guten Esslöffel. Ich packe alles zusammen in ein in einen so Pack und schneide die Kräuter gleich zusammen. Und wie gesagt, auch hier das Schneiden ist das Wichtige. Wenn Sie jetzt riechen könnten, was diese Kräuter für Düfte verströmen. Ja, das Wichtige bei den Kräutern sind nämlich die ätherischen Öle. Wenn man diese Kräuter schneidet, dann werden die ätherischen Öle frei. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie Zitronenmelisse oder irgendwas mal zwischen den Fingern reiben. Es ist im ersten Moment ja eine Geschmacksexplosion, aber kurze Zeit drauf ist es eigentlich schon wieder weg, weil diese ätherischen Öle sehr flüchtig sind. Und darum ist es wichtig, dass man die Kräuter also nicht zu Tode hackt und quetscht, bis kein ätherisches Öl mehr entkommt, sondern wichtig ist es, dass sie es mit einem glatten Schnitt zerkleinern, dass sie praktisch dann erst beim Kauen so richtig alle ätherischen Öle nochmal spüren und herausbekommen. Ja, wir haben noch eine Regel, das heißt immer möglichst zum Schluss zugeben. Die Kräuter jetzt hier in der Kruste sind sie vermischt mit Semmelbrösel und mit Butterschmalz. Da geben wir sie bei Zeiten drauf, aber wir werden am Schluss noch frische Kräuter oben drüber streuen, um nochmal die Frische auch auf unser Essen drauf zu bringen. Ich habe jetzt also hier 2 Esslöffel Butterschmalz abgewogen oder abgemessen vorhin. Das rühre ich mit dem, ich mache es immer nur ein bisschen fest. Ist heute nicht so warm in der Küche, wie ich gedacht habe. Ich vermische das oder versuche es mal ein bisschen schaumig zu rühren mit dem Schneebesen. Sehen Sie, wird dann langsam weicher. Ich gebe jetzt dann von den Semmelbröseln dazu ungefähr 6 Esslöffel. Auch unser Dackel freut sich immer, wenn gedreht wird hier. Meistens fällt irgendwas Leckeres für ihn ab am Schluss. Der ist schon ganz aufgeregt. So, wenn es nicht ganz weich ist, ne, das Butterschmalz, dann hängt es sich da gerne mal rein, aber wir kriegen es hin. Damit es eben gleichmäßiger verteilt, müssen wir es vorher einfach schon mal anrühren. Also aufschlagen, dass es weicher wird. So, da in diese Mischung aus Semmelbrösel und Butterschmalz gebe ich jetzt die frischen Kräuter mit rein dazu. Und bevor es jetzt auf meinen Fisch kommt, wird der Fisch gesalzen, die Kruste aufgetragen und dann kommt er ungefähr für 20 Minuten in den Ofen. Jetzt übersalze ich meinen Fisch schön vorsichtig. Gebe aber gleich auch die Kräuterkruste drauf. Man kann, wenn man möchte, noch etwas Sahne angießen, aber meistens gibt der Fisch so viel Saft ab, dass man fast drauf verzichten kann. Ich mag es immer lieber, wenn der Fisch dann etwas, ja, nicht in der Sahne so davon schwimmt, sondern wenn wir hier die schöne, geschmackvolle Kruste oben drauf haben. Und da haben wir ja auch schon Fett mit drinnen. So. Jetzt kommt er in den Ofen. Ich schalte den Ofen ein auf 180 Grad. Und werde ihn ungefähr 20 Minuten drinnen lassen. Es ist ja auch ein sehr dünnes Fischfilet, der Zander. Wenn man dickeres Fischfilet hat, kann man sich überlegen, ob man es länger lässt. Muss man einfach ausprobieren. Wow!